Oje, bist du auch so bescheuert und hörst der Konkurrenz zu? Sie hat sich verspielt. Sie sind rausgekommen. Irgendwann die Woche. Okay. Setz dich. Sie sind keine Gefahr. Sie haben ihre Strafe abgesessen. Sie kennen uns nicht mal. Okay? Das Vorspiel ist sehr wichtig für mich, Jessie. Du musst dich beruhigen. Sie werden wieder in der Stadt wohnen. Sie sind keine Gefahr. Du hast einfach nur Angst. Du musst dich beruhigen. Lass mich los. Okay, Setz dich, ist alles gut. Entschuldigung, aber ihr seid... Nee, setz dich einfach. Schau mich an. Schau mich an. Lass ihn, Jessie. Okay, danke. Lass ihn. Vielen Dank. Dann kommen Sie bitte. Frau Hauber. Irgendwo? Uns ist was dazwischen gekommen. Tut mir leid. Ich wollte nicht viel. Wirklich. Ich wollte einfach ein ganz normales Leben. Hey, hey, stopp, 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 stopp. Wo ist meine Schwester? Sie ist gestorben, bevor sie operiert werden konnte. Meine Schwester war sehr krank. Steig ein. Und hatte ständig Angst, mir passiert was. Als wir in deinem Auto waren. Da war ich froh, dass sie tot ist. Hallo? Aufwachen. Geht's Ihnen gut? Irgendwas stimmt nicht mit mir. Sie sind auf einen Polizisten losgegangen. Haben hier rumgebrüllt wie eine Irre. Sie spricht auf den Anrufbeantworter. Hey, Schwester. Ich will das alles nur vergessen. Aber sie lässt mich nicht. Sie ist irgendwie noch da. Ich weiß, was du willst. Du willst ein normales, schönes Leben. Aber erst musst du sicher sein. Ich sorge ein für alle Mal dafür, dass du sicher bist. Jessie ist tot. Ich verdränge das nicht. Ist dir klar, was du mir gerade erzählt hast? Sie hat nie verkraftet, was sie uns angetan hat.